Doch nur 3,5% Rentenerhöhung, wie die Bild-Zeitung am 1.11.2023 mutmaßt, oder darf vielleicht doch ein bisschen mehr sein. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie aus dem wunderbaren Barcelona. Ich bin gerade hier und genieße ein paar freie Tage. Und was lese ich da am 1.11.2023? In den News, die Bild-Zeitung mutmaßt aufgrund eines Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung, der noch nicht einmal veröffentlicht worden ist, dass es im Jahr 2024, zum 1.7.2024, nur eine Rentenerhöhung in Höhe von 3,5% geben wird. So die Prognose im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, ja, was ist denn davon zu halten? Also ich sage immer, Vorsicht, liebe Bild-Zeitung. Ihre Mutmaßung kann auch völlig nach hinten losgehen. Erstens, wir wissen überhaupt nicht, wie hoch die Rentenerhöhung zum 1.7.2024 ausfallen wird. Das werden wir als allererstes erfahren, und zwar im März 2024 oder im April, wenn der Bundesminister für Arbeit und Soziales, zurzeit Herr Hubertus Heil von der SPD, die realen Zahlen bekannt gibt. Die Datenlage in dem Rentenversicherungsbericht ist uns nicht bekannt, mir zumindest nicht. Ich weiß also nicht, wie der Rentenversicherungsbericht auf diese Höhe von 3,5% Rentenerhöhung zum 1.7.2024 kommt. Ich weiß es einfach nicht. Was ich aber weiß, ist, dass wir nominell bis zum zweiten Quartal 2023 nominelle Lohnsteigerungen von über 6% hatten. Das heißt also, gehen wir von diesen Lohnsteigerungen aus, und die werden wahrscheinlich auch im dritten Quartal so bestätigt werden, werden wir sehr hohe nominelle Lohnerhöhungen haben, diese dann dazu führen, dass die Rentenerhöhung doch höher ausfallen dürfte als 3,5%, wie es in der Bild-Zeitung gemutmaßt wird. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. 3,5% Rentenerhöhung, davon gehe ich persönlich nicht aus. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Deshalb kann ich nur sagen, das sind alles nur Prognosen, alles nur Mutmaßungen. Auch das, was ich sage, sind wirklich nur Mutmaßungen. Die Faktenlage spricht aber gegen eine so geringe Rentenerhöhung, denn wir haben tatsächlich in Deutschland relativ hohe nominelle Lohnsteigerungen, sogar die höchsten seit Beginn der Zeitreihe 2008. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine La Rampla starke Woche. Beste Grüße von Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knüppel aus Barcelona. Ciao!